Auch auf dem hiesigen Grund und Boden gab es ein Leben vor uns, das nicht von weniger Interesse, Aufschluss und Wichtigkeit für unser Heute und Morgen ist. Die Prignitz im Nordwesten Brandenburgs ist nicht einfach nur Niemandsland. Wurzeln des Lebens und der Besiedlung in dieser Prignitz lassen sich Jahrtausende zurückverfolgen. So birgt eben dieses Land bedeutende Schätze der Vergangenheit, die meist nur wenigen bekannt sind. Eine Vergangenheit, auf deren Spuren wir uns hier begeben werden. Wer waren die ersten Bewohner der Prignitz? Wo lebten sie? Wo wohnten sie? Ist es überhaupt festzustellen, wer die ersten Bewohner waren und wann sie die Prignitz besiedelt haben? Diverse Fundmaterialien, insbesondere aus den Bereichen von Wilsnack und Hinsdorf, zeigt das Stadt- und Regionalmuseum in Perleberg. Die Steinzeitmenschen verstanden sich nicht nur auf Stein. Sie verwendeten für ihre Werkzeuge auch Naturmaterialien, vor allem vom Tier. Hier sind seltene Schäfte von Tüllenäxten gefunden in Hinsdorf zu sehen. Nahezu künstlerisch ausgeführte Steinäxte begleiteten den Steinzeitmenschen. Ebenso wie erste Töpferware. 4.500 Jahre, nach neuesten Forschungen eher 5.500 Jahre, ist es alt. Das Hünengrab zu Mellen gehört zu einer Gruppe von über ganz Nordeuropa verbreiteten Großsteingräbern. Das gewaltige Steingrab war in früheren Zeiten eines von mehreren in dieser Region. Zwischen Mellen, Zapel und Stresow sollen viele solcher Steingräber gelegen haben und noch im Jahre 1870 waren neben dem Mellner noch je eins bei Boberow und auf dem Butterberg bei Bochin zu finden. Sie alle sind den Sprengladungen und den Steinhämmern zum Opfer gefallen. Auch das Mellnergrab hat sein Tribut der Ausbeutelust des Menschen zahlen müssen. Hier, das ist eine Bestattung, die aus Schönfeld stammt und die deswegen toll ist, weil sie so gut erhalten ist. Hier hat man ja auch mal so ein Bild, wie das gefunden worden ist, nämlich die Urne gut erhalten und dann der Deckel, der ist so ein bisschen reingedrückt, aber ließ sich auch rekonstruieren, knapp unter der Oberfläche. Und da drin war eben der Leichenbrand von einem Jäger offenbar. Und der hatte auch die Reste seiner Waffen mit dabei, die wurden mitverbrannt, also diese Pfeilspitzen da. Die verschiedenst geformten Behältnisse zeigen eine Vielfalt von Gestaltungen im Laufe der Nutzungsdauer des Friedhofes. Der Glaube an eine weitere Existenz der bestatteten Angehörigen im Jenseits wird durch sogenannte Seelenlöcher bestätigt. Es sind Öffnungen im Grabgefäß, aus denen die Seele entweichen konnte. Besondere Grabbeigaben sind im Perleberger Museum ausgestellt. Unverkennbar sind dabei Spuren des Handels über ganz Europa, insbesondere zum Römischen Reich. Vielfach wurde Schmuck als Hauptbeigabe festgestellt. Jedoch sind Haushaltsgegenstände und metallische Kleidungsteile nicht in wesentlich minderer Zahl beigegeben worden. Unsere Grabungsfläche in Wolfshagen, hier soll eine Biogasanlage entstehen. Wir sehen schon einige Türme hier, Fermenter und Endlager und wie die alle heißen, die schon fast fertig sind. Und im Zuge dessen gab es eine Voruntersuchung vor 2 Jahren. Da gab es archäologische Funde und Befunde. Und daraufhin wurde dann eine Hauptuntersuchung angestrebt und die führen wir jetzt hier durch. Über viele Kilometer hinweg präsentierte sich das bis dahin bedeutendste Monument Prignitzer Menschheitsgeschichte. Das Königsgrab von Sedin, dessen Existenz seit uralter Zeit durch mündliche Überlieferungen als ungeklärtes Geheimnis bewahrt blieb. Der spärliche Bewuchs und die vielen dort vorgefundenen Steine weckten das Interesse am dringend benötigten Baumaterial, das um 1900 in Massen verarbeitet wurde. Die sonstige Beschaffenheit des Hügels war zu keinem anderen Zwecke geeignet, insbesondere nicht für eine landwirtschaftliche Nutzung. Seit der Entdeckung des Grabhügels ließ man der Natur freien Lauf. Aus diesem Grunde versteckt sich die imposante Erhebung heute hinter dichtem Baumbewuchs und ist erst aus der Nähe deutlich wahrzunehmen.
Der wohl bedeutendste Fund aus dem Königsgrab in Sedin ist die Bronzeamphore. Sie wurde durch die Archäologen des Brandenburgischen Landesamtes als Kalendergefäß identifiziert. Die aus Buckeln gestalteten Reihen entsprechen mit 354 Erhebungen dem Mondkalender und mit 365 Erhebungen dem Sonnenjahr. Eine Feststellung, die in Fachkreisen nicht sofort auf Verständnis traf. Es ist in diesen Fachkreisen oft so, dass neue Entdeckungen, Ideen und Visionen zunächst auf Skepsis und Ablehnung stoßen. Der Vergleich einer weiteren, fast baugleichen Amphore, einem Fund aus dem 70 Kilometer entfernten Herzberg, brachte die Überzeugung zur Richtigkeit dieser Theorie. Beide Amphoren sind aus Bronzeblech getrieben und es gibt allen Grund zur Annahme, dass sie aus derselben Werkstatt stammen, einer Werkstatt in der Prignitz. Wenn auch heute schon recht genaue Bilder vom Innern der Grabkammer existieren, so sind diese für weitere Forschungen nicht exakt genug. Im Frühjahr 2014 wurden durch Mitarbeiter der Beuth-Hochschule Berlin Vorbereitungen für weitere anstehende Untersuchungen vorgenommen, auch in der Grabkammer. Nacktes Gestein in der Kammer. Kein kleinstes Stück des einst dort befindlichen Putzes ist noch vorhanden. Gestein unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Farbe ist vorhanden. Aufkleber lassen bereits bevorstehende Laserscan-Messungen erkennen. Interessant sind die Steinschichtungen für das selbsttragende Kammergemäuer. Kaum vorstellbar, dass hier fast 3000 Jahre lang ein gigantisches Geheimnis der Bronzezeit schlummerte.